Hallo und willkommen zurück zu Bard's Tale. Wir sind immer noch im Inselturm, beziehungsweise sind... Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich hoffe, dass das weh tut. Wir sind sogar schon in Stufe 3 des Inselturmes. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Euer Retter ist hier. Autsch. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Hier können wir eigentlich auch genauso gut mit dem Schwert rumrennen, denke ich mal. Ich heile. Wir haben hier zwei Wege. Ich denke, der linke wird wohl... ...der Hauptweg sein. Machen eine Menge Schaden, halten aber halt nichts aus. Ich heile euch. Fallen! Dort drüben! Stellt mal die Heilerin wieder hin. Habe ich hier ein bisschen was zu erledigen. Autsch. Ich glaube, Feuerbogen ist vielleicht hier doch gar nicht so verkehrt. Weil die sind hier dann doch schon ein bisschen böse vom Schaden her. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Bingo. Fallen! Dort drüben! Nur Geld. Okay, dann haben wir gleich rechts den Weg und wahrscheinlich geht der Weg dann noch weiter nach links. Nehm das! Autsch. Gespeichert haben wir ja erst. Dementsprechend lohnt sich es gerade noch nicht. Fallen! Dort drüben! Fallen! Dort drüben! So Fallen! Dadurch, dort drüben! Wurden. Okay, die Runde hat sich gelohnt. Hier ist nämlich was. Entschärft mal, Junge. Heilung. Okay, unser Hundi hat ja gerade hier irgendwo angeschlagen. Guter Junge. Ach, 4 Silber. Naja. Muss die Falle entschärfen.
Okay, die Runde ist komplett. Haben ein bisschen Geld gemacht. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir haben ja auch bald schon wieder eine neue Stufe. Und da will ich tatsächlich sogar wieder ein bisschen auf Leben gehen, weil irgendwie wird es langsam doch ein bisschen eng lebenstechnisch. Na, die Frage ist, ist das natürlich rechts oder links? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Geld geben die ja nicht, aber ist auch egal. Dafür haben die Ebenen davor richtig Asche gegeben. Die droppen hier ja nur Kohle. Ich rieche eine Falle. Ah, hier ist nochmal Geld. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar noch was Brauchbares an Gegenständen. Da hat sich ein Ritter verlegt. Wisst ihr endlich, was ich ständig erdulden muss? Ja, der eine Schaden. Ich rieche eine Falle. Ich rieche eine Falle. Wir haben wieder ein paar Steinwesen dazwischen. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Okay, rechts ist auf jeden Fall der Weg Richtung Ziel. Da ist nämlich eindeutig eine Tür. Das was ich Schaden an. Ich rieche eine Falle! Ist das böse, was die an Schaden austeilen hier? Fallen! Dort drüben! Übel. Ich stehe euch bei. Also die Feuervarianten sind auf jeden Fall sehr, sehr böse vom Schaden an. Ja. Vom Aushalten her jetzt nicht unbedingt, aber die teilen halt doch schon ganz schön brutal aus. Balors Auge, eine neue Waffe. Das war eine Freude. Endlich habt auch ihr einmal Schmerzen zu spüren bekommen. Okay. Hat sich der kleine Ausdruck hier auch präsentiert? Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Ich heile.
Okay. Oben ist ja direkt vor der Tür noch ein Speicher. Fallen! Dort drüben! Aber wir haben ja festgestellt, dass hier die Speicher nicht direkt am Turmeingang sind, sondern immer eher so mittendrin verteilt. Aber sehr viele Speichermöglichkeiten, was sehr fair ist. Hier so vor dem Eingang scheint wohl alles wieder zu sein, ein Gegner. Also nicht nur unsichtbar, nicht nur Steinwesen, sondern auch unsichtbare Unfeuer. Ja, das ist schon nicht ohne. So, einmal kurz die Ebene checken. Du hast hier noch was gefunden. Guter Junge. Natternstein, sehr schön. Mehr? Wo denn? Guter Junge. Also die ganzen Natternsteine lohnen sich auf jeden Fall. Ja, fast 26 Stunden. Ja, also ich denke mal für komplett Durchgang um die 30 Stunden plus minus. Das ist schon nicht schlecht. Man nennt's Kammer. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst, törichter Barde. Kehrt sofort um, bevor es zu spät ist. In letzter Zeit ist es mir zur Gewohnheit geworden, nicht zu wissen, worauf ich mich einlasse. Warum sollte sich das jetzt ändern? Ich will euren Gefallen jedoch erwidern. Ihr habt eine letzte Gelegenheit, euch mir zu ergeben. Wie klingt das? Ich kann meinen ewigen Wachposten nicht aufgeben. Ihr lasst mir keine Wahl. Sterbt! Na gut. Dann wollen wir mal. Das war die falsche Taste, aber egal. Stufe 2 Zauber erstmal zu festhalten und dann Ruf. Ei, ei, ei. Okay, also wir brauchen irgendwas stärker. Ihr braucht mich wieder? Das dachte ich mir. Eieiei. Also bewundert meine Schönheit. Seid ihr sicher, dass ihr mich mit der richtigen Hand führt? Schlagt endlich fester zu! Ich glaube, wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Ich bin bereit!
hier zu euren Diensten. Okay, noch habe ich nicht so die richtige Lösung gefunden, um den zu treffen. Haha, ihr könnt mich nicht treffen! Ich werde euch verzaubern. Eieiei, ist der übel. Worauf wartet ihr? Greift mich schon an! Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Okay. Und so endet die Geschichte des Barden. Okay, also für ihn habe ich jetzt noch nicht so unbedingt die richtige Lösung gefunden. Jetzt ja mal übel. Ach Gott, ist der so klein. Also wie er Manhattan besiegen kann, weiß ich noch nicht so richtig. Langweilig. Macht schneller. Bleibt, wo ihr seid. Hier herüber. Ja, ja, komme ja schon. Braucht meine Hilfe. Autsch. Nun werdet ihr die Macht des Himmels zu spüren bekommen! Ist der übel.
wir pausieren. Oh, sorry, das hat jetzt mal einen Cut gegeben, war ein wichtiger Anruf. Und ja, wir machen mal weiter. Ich werde den jetzt mal ein bisschen mit Zaubern bearbeiten. Weil wir haben so viele Natternsteine. Ups. Das war der falsche Zauber. Ich biete euch meine Dienste an. Also hier kann man eigentlich die ganze Zeit im Kreis rennen und dann angreifen, wenn er wieder in der Normalform ist. Okay. Na, blöde ist halt, meist dauern die Zauber zu lange. Seine Spezialtechnik ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Okay, die Hälfte ist runter. Ja, da wir so viele Natternsteine haben, können wir auch mal ruhig ein bisschen raufhauen. Ja, ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, weil ich ein bisschen früh den benutze. Aber zu spät hat der Nachteil, dass wir ich stehe euch bei. Den Zauber kaum nutzen können. Gerade festhängt, das ist natürlich super. Autsch. Ja, der ist auf jeden Fall der stärkste von ihm. Sie lebt wieder. Nun werdet ihr die Macht des Himmels zu spüren bekommen! Los, weg hier! Wer braucht... schnell ein bisschen mehr Power. Der Kampf ist ja sowieso schon fast zu Ende, dementsprechend davon aus, dass wir jetzt nur noch ein oder zwei Angriffe brauchen und das war's dann mit ihm. Ha 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 ha!
komm. Nun werdet ihr die Macht des Himmels zu spüren bekommen. Eine Runde haben wir noch. Hier ist schon wieder meine Heiler an. Dann nehmen wir nochmal die guten Klingen. Also bei dem Kampf draufgebolzt wie bei dem anderen Boss kann man vergessen. Das ist von den ganzen Bossen der taktischste meiner Meinung nach. Und hier sollte man auch tunlichst vermeiden, mit Schild und Schwert oder allgemein mit Schwert auf ihn loszugehen. So, also Nahkampf. Treffer! Bingo! Ihr habt es geschafft. Tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit dem Wetter. Wartet mal. Ihr seid immer noch ein Geist. Natürlich, mein Liebster. Aber das ist der dritte Turm. Stimmt, mein Liebster. Aber ihr solltet hier sein. Ich meine, körperlich. Nein, mein Liebster. Ich werde auf dem Turm in Downbee gefangen gehalten. Ihr habt doch gesagt, ihr wäret im dritten Turm. Nein, ich habe gesagt, ihr müsst die Flammen in drei Türmen löschen, um mich zu befreien. Und das habe ich getan. Mein Gefängnis im Turm von Downbee ließ sich nicht öffnen, solange eine der drei Flammen brannte. Jetzt könnt ihr zum letzten Turm kommen und mich retten. Auch körperlich. Mit meiner warmen, weichen Hört Haut. Auf! Der Trick wird langsam alt. Selbst für mich. Und wie viele Länder muss ich noch durchqueren, bevor ich zu diesem sogenannten letzten Turm komme? Wie viele Bows und Instrumente muss ich sammeln? Und mit wie vielen Idioten muss ich mich noch unterhalten? Das war alles. Kommt einfach zum Turm. Das letzte Instrument, das ihr braucht, um den Turm von Downbee zu öffnen, befindet sich im Besitz eines der Druiden beim Turm. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und natürlich gibt es da ein klitzekleines Problem. Die Tür zu diesem Turm ist versiegelt und ich kann nicht mehr raus. Ich kann euch helfen. Dank eurer Bemühungen wird der Zauber schwach, der mich hält. Ich habe von Phoenix' Plan, euch einzusperren, gewusst und meine Kräfte gesammelt, um euch dieses eine letzte Mal unterstützen zu können. Euer Transportmittel nach Downbee ist bereit. Mhm, interessant. Hört mal, könntet ihr vielleicht was herbeizaubern, das am Boden bleibt? Eine hübsche Kutsche vielleicht? Es besteht kein Grund zur Sorge. Ich erwarte euch auf dem Turm und ich sehne mich nach unserem ersten Kuss. Ich sage euch was. Falls ihr nicht da seid, könnt ihr mir einen Kuss auf den... Ich hasse Leute, die immer das letzte Wort behalten müssen. Und so machte sich unser tapferer Barde daran, das feurige Reittier zu besteigen, um durch den stürmischen Himmel zu reisen, auf dem Weg zu seinem Schicksal und der... Entschuldigt mich, mir wird schon flau im Magen, wenn ich nur ans Fliegen denke. Ich geb's auf. Und so schwang sich unser tapferer Barde auf das feurige Reittier, klammerte sich zitternd fest und versuchte, das Mittagessen bei sich zu behalten. Ja, 15 Nattersteine zurück. Wir haben auf jeden Fall einige verbraucht, aber ich denke mal genauso viel wieder zurückgekriegt. Kapitel 14, das finale Kapitel.
So weit ist es schließlich gekommen. Ein einsamer Mann. Ein Poet und Gauner, ohne nennenswerte Freunde, die im Fall des Falles sein Ableben betrauern würden. Selbst jene an seiner Seite sind eher Sklaven als lustige Kumpane, beschworen durch Zauberei und Gesang und ihm gegenüber so gleichgültig und kalt wie das Licht eines vorbeiziehenden Sterns. Aber um zu wissen, wo er ist und wohin er gehen könnte, muss ein Mann wissen, wer er ist und woher er kommt. War davon sogar ein bisschen hängen geblieben. Das war aber eigentlich noch nicht das, was ich auslösen wollte, weil eigentlich wollte ich noch die eine Trophäe holen, aber gut. Hierher zu kommen war ein Fehler, Barde. Ihr habt keine Chance, es an mir vorbeizuschaffen. Also kehrt um und verschwindet. Wenn ich keine Chance habe, wieso bietet ihr mir dann einen Ausweg an? Ohne eure Bestie habt ihr wohl Angst. Diesmal werde ich mich selbst um euch kümmern, Barde. Und um das zu wissen, müssen wir anderswo beginnen. Ich will das nicht alles nochmal durchmachen. Können wir bitte einfach fortfahren? Tut mir leid. Der Augenblick hat mich einfach gefangen genommen. Genau wie euch. Mal sehen, was der gut machen kann. Wieso zum... Ihr braucht mich wieder? Das dachte ich mir. Er hat die Waffe einfach abgelegt. Er hat automatisch... Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ermöglicht es dem Barden, in der einen Hand einen Dolch und in der anderen ein Schwert zu führen. Ein mächtiger Sturmangriff, der die Gegner betäubt, wird mit dem Talent Schwert eingesetzt. Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht rein. Ah, wir kriegen wieder ein Ständchen. Oh, it's bad luck to be you. A chosen one of many isn't true. When you think you're full of luck, in the bullets you get struck. Oh, it's bad luck to be you. It's trying to face your own reality. We can say with certainty that it's you that has been chosen, even though you've been opposing. I guess you were the only nominee. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming true. In the pickle you'll be stuck, like a chicken you will cluck. Oh, it's bad luck to be you. We've come to the end of our air. You are pretty much a fraud, and for that we do applaud. Although we all were hoping you would fail. Oh, it's bad luck to be you. Don't think for just a second it's not true. When your life is run amok, you will see that you're the schmuck. Oh, it's bad luck to be, really bad luck to be. Nobody could disagree. It's a freaking guarantee. It's bad luck to be you, with a lead to.
Ja. Da kam noch mal ein letztes Ständchen. Okay, wir kommen nicht raus. Das heißt, so leid es mir tut. Ich biete euch meine Dienste an. Na gut. Naja, also die Trophäe ist, sag ich mal, nicht besonders. Das ist einfach nur ein kleiner Steam-Erfolg. Wenn man, ich glaube, 30.000 Münzen oder 20.000 Münzen ausgegeben hat, Heilung. Für die Spenden bekommt man nur eine kleine Trophäe. Weiß nicht, ob man da noch irgendwelche Sachen freischaltet. Ich habe ja noch den Spielstand. Ich werde jetzt, wenn dann, einen anderen Spielstand mal nehmen zum Überschreiben und dann quasi zum Freischalten dann den dann verwenden. Aber da wir jetzt schon über der Zeit sind, machen wir hier an der Stelle einen Cut und beim nächsten Mal schauen wir mal, was uns im finalen Gebiet begegnet. Bis dann!